Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retro Pokémon, die rote Edition. Beim letzten Mal haben wir die Top 4 besiegt, deswegen sind wir wieder hier in Alabastia. Und jetzt würde ich gerne erstmal unsere Pokémon heilen lassen. So, und dann geht's jetzt auf nach Vertania City. Ein Radfratz. Golini, das packst du. Ja, einfach nur eine Hornattacke. So, Vertania City. So, erst, da gehen wir jetzt an Bills PC und dann wird da jetzt Slimog abgelegt. Denn es ist ja schon voll entwickelt. Oh, und da fällt mir ein, wir haben Slimogs Pokédex-Eindruck noch nicht vorgelesen. Das machen wir gleich noch. Zum ersten Mal Dodri. Damit wir wieder fliegen können. Und jetzt lesen wir Slimogs Eintrag vor. Da. Das ist Slimogs Ruf. Das gibt es tatsächlich dort auf der Zinnoberinsel. Slimog, Schlamm-Pokémon, Größe 1,2 Meter, Gewicht 30 Kilogramm, Nummer 89. Der Schleim dieses Pokémon ist so toxisch, dass selbst seine Fußspuren Gift enthalten. Wow. Heftig, oder Leute? So. Zurück zum Indigo-Plateau, denn wir brauchen Geld. Jetzt kommt aber erstmal ein neues Pokémon. So, Dodri wird wieder abgelegt. Dann wird die Box gewechselt. Auf Box 2. Und dann nehmen wir mit, Leute, ein Dratini. Schön. Das haben wir ja damals in der Safari-Zone geangelt. So, dann wird hier noch geheilt, damit wir nicht wieder in Alabastia aufwachen, wenn wir ohnmächtig werden, sondern hier. So, und jetzt wird eingekauft, Leute. Wir kaufen jetzt ganz viele Beleber ein. Kaufen wir erstmal 10. Wir kaufen jetzt mal 10 Beleber ein. So. Dann, Leute. Kaufen wir noch Top-Tränke. 5. So. Das ist echt knapp, aber gut. Dann machen wir noch mal einen Beleber. Und für die 900... Ja, kaufen wir noch einen Hyperheiler. So, wenn wir jetzt wieder ohnmächtig werden, Leute, dann verlieren wir 150 Pokédollar. Das Schöne ist, Leute, wir haben jetzt 12 Beleber. Wir brauchen 15 Beleber und, naja, sagen wir mal 20 Supertränke für Mewtwo. Plus noch 15 Hyperbälle oder besser noch 20. Superbälle bräuchten wir eigentlich gar keine mehr.
Das heißt, wir machen jetzt so lange weiter die Top 4. Ah, und wir bräuchten noch ein bisschen Paraheiler und Gegengift am besten auch. Wobei, wir haben noch so viel Hyperheiler, oder? 14, ja, das reicht dann schon. Wir machen jetzt einfach so lange die Top 4, bis wir 20 Beleber haben. Oder mehr als 20. Und danach kaufen wir uns noch, bis wir 30 Supertränke haben. Und wenn wir das mal geschafft haben, dann machen wir noch einmal die Top 4 und kaufen uns von dem Geld, wenn wir dann immer noch über 20 Beleber und über 30 Supertränke haben, kaufen wir uns von dem ganzen Geld Hyperbälle. Und dann, ja, und dann fangen wir zu Mewtwo. Genau, das war's. So. Kämpfen wir. So, Glurak, du bist dran. Ich hoffe, es macht Erholung. Erholungsstrahl. Also Lorelei hat in dieser Aufnahme noch nicht ein einziges Mal Erholung benutzt. Zerschneider. Heuler. Das geht auch. Vor allem, wenn er nicht trifft. Er hat leider getroffen. Nein, es lebt noch? Ich dachte, der Zerschneider würde es besiegen. Verdammt. Toll, jetzt kommt der Volltreffer. Austausch, wir wechseln nicht. Feuerwirbel. Nein. Ah, ging zum Glück auch daneben. Feuerwirbel, jetzt. Stärke. Es lebt noch. Und gibt Supertrank. Machen wir Flammenwurf. Wir hätten vorhin auch schon Flammenwurf machen sollen. Jetzt kommt Lamus. Dann machen wir jetzt auch einfach pauschal Flammenwurf. Vielleicht hilft es ja. Jo, Panzerschutz ist vollkommen egal, denn noch ein Flammenwurf besiegt es. Volltreffer. Warum nicht vorhin einen Volltreffer? Oh Mann, egal. Dratini erreicht Level 16. Juhu! Rosana. Rosana ist mit einem Flammenwurf sowieso besiegt. So, und jetzt kommt Lapras. Und das wird heftig. Feuerwirbel. Ich glaube, mit einem Flammenwurf wird es knapp überleben. Nein! Ha! Besiegt! Glurak erreicht Level 74! Juhu! Glurak wird immer stärker!
Wir machen euch alle arm. Jeden von euch Top 4 Typen machen wir alle arm. So, Glurak bekommt jetzt einen Supertrank. Das wird schon reichen. Hoffe ich. Bruno möchte kämpfen und setzt Onyx ein. Wir wechseln natürlich. Glurak, du bist dran. Das macht Tertner. Flammenwurf. So, da machen wir jetzt Zerschneider. Konter. Au, warum ist Konter so stark? Der hat Durax halbes Leben weggemacht. So. Jetzt können wir Belieber benutzen. Solange Nocturne schläft, könnte eigentlich Duflo tatsächlich dagegen kämpfen. So, wurde besiegt. Schön, dass Glurak jetzt auch... Das ist geil, Leute. Glurak wurde besiegt und hat da deshalb eigentlich nicht mehr an den Kampf teilgenommen. Aber dadurch, dass wir es wiederbelebt haben, hat es denn trotzdem noch die Erfahrungspunkte bekommen. Was ist das denn für ein geiler Bug? So, wir wechseln jetzt aber zu Glurak. Duflo wird das Glück nicht herausfordern. Zerschneider! Wow, Volltreffer besiegt. Warum kann es nicht immer so sein? Duflo erreicht 50, juhu! Wir wechseln nicht. Flammenwurf. Da kommt ein Machomai. Zerschneider. Volltreffer, geil. Gibt X-Abwehr. Das nutzen wir aus. Wahrscheinlich benutzt er jetzt nochmal X-Abwehr dann. Ja, und ein Stärke könnte es jetzt besiegen. Ah, fast. Na, Überroller ging daneben, dann wieder zu Schneider und es ist besiegt. Dratini erreicht Level 17, juhu! Bruno wurde besiegt. So, Glurak bekommt wieder einen Supertrank.
Agathe möchte kämpfen und setzt Gengar ein. So, los, Glurak. Oh, zum Glück hat das keinen Effekt. Flammenwurf. Volltreffer, geil. Gut gemacht, Glurak. Jetzt kommt Golbat, wir wechseln nicht. Der Schneider. Geil. Ja, super Tank. Ein Schneider wird jetzt nicht mehr reichen, aber in Stärke. Ja. Apollo. Flammenwurf. Fast besiegt. Hypnose ging daneben. Dafür jetzt eigentlich einen Flammenwurf opfern, ist echt bitter. Naja. Ein Arbok. Wir machen Zerschneider. Nochmal Zerschneider. Und jetzt Stärke. Ja. Dratini erreicht Level 18. Super. Da kommt Gengar. Flammenwurf. Lol. Goldini erreicht Level 33. Juhu. Agathe wurde besiegt. Hey, Goldini entwickelt sich. Goldini wurde zu Golking. So Leute, jetzt lesen wir mal Goldini durch. Golking meine ich. Da. Das ist sein Ruf. Das gibt es nirgendwo. Ja, weil man es nur angeln kann. Und das sind die Daten. Golking, Goldfisch-Pokémon, Größe 1,3 Meter, Gewicht 39 Kilogramm, Nummer 119. Im Herbst zur Paarungszeit sieht man diese Pokémon kraftvoll Bäche und Flüsse hinaufschwimmen. So, dann noch, Leute, ein Supertank für Glurak. Und dann war's das wieder für heute, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder in der blauen Edition und übermorgen wieder hier in der roten Edition. Ciao!